Vom Lauch zum Krieger, so lautet der Titel dieser Sendung. Sind es dicke Arme, die uns zum Mann machen? Was ist mit unserer Gedankenwelt und unserem Selbstverständnis? Und wie könnte ein gutes Gesamtpaket aussehen? Darüber spreche ich jetzt mit Pascal. Grüß dich, Pascal. Ja, guten Tag. Grüß dich, Frank. Ja, freut mich, dass du da bist. Du hast aber nichts mit Hahnkämpfen zu tun, oder? Falls jetzt die Fragen kommen. Freut mich ebenso. Nee, noch nicht. Wer weiß, was in meiner beruflichen Laufbahn noch so alles ankommt. Aber bisher ist das nicht geplant, nein. Ja, sag niemals nie. Ja, erzähl doch unseren Zuschauern mal ein wenig über dich, was du so preisgeben kannst. Den meisten hier bin ich wahrscheinlich eher unter Holmganger bekannt. Ja, möglicherweise kennt man daher auch mein Bild, was hier eingeblendet ist. Und meine hauptsächliche bekannte Präsenz spielt sich auf Twitter ab. Ja, dort schreibe ich hauptsächlich Tweets zum Thema Kampf- und Kraftsport, Politik, und ab und an kommt auch das ein oder andere Thema in Bezug auf Paganismus oder germanische Geschichte vor. Ja. Früher war ich schon auf anderen Accounts auf Twitter unterwegs, ja, rein spaßeshalber, das war da alles jetzt noch nicht so, ja, erfolgsorientiert, sage ich mal. Ja. Aber jetzt hoffe ich, ein bisschen Mehrwert für die Internetgemeinschaft darstellen zu können. Außerhalb vom Internet gebe ich Kampfsportkurse und Selbstverteidigungskurse für junge Aktivisten und bin auch sonst ja bei der ein oder anderen Sache dabei. Ja, das klingt ja schon mal interessant. Ich kann ja mal im Untertext des Videos, in der Videobeschreibung, mal auf dein Twitter-Profil verweisen. Da könnt ihr euch dann mal das Profil vom Pascal anschauen. Ja, vielleicht noch kurz so, als so wie der Gag zustande kam mit deiner Hühnermaske. Gibt es da irgendwie so eine tiefgründige Geschichte zu? Also tiefgründig würde ich sie jetzt nicht nennen, aber sie ist tatsächlich eigentlich ganz lustig. Und zwar Frank Franz, ja, den kennt wahrscheinlich der ein oder andere hier, hatte auf Twitter zwischenzeitlich mal kurz ein bearbeitetes Profilbild von sich reingestellt in diesem Synthwave-Look. Ja, falls das Leuten was sagt, dieses 80er-Musikgenre und so weiter und so fort. Das haben dann viele Leute nachgemacht und ich als ebenso Begeisterter dieser Ästhetik habe das natürlich direkt ausgenutzt. Ja. Die Hähnchenmaske kommt von einem Videospiel, was sich auch dieser Ästhetik bedient. Hotline Miami heißt das. Und im Spiel wird sich praktisch mit dieser moralischen Frage beschäftigt, was den Spaß am Verletzen anderer angeht. Ja, das fand ich ganz passend zu dem, was ich auf Twitter so ein bisschen vermittle. Ja, ja. Do you like hurting other people? Da kommen wir dann gleich noch zu. Genau. Deine unmoralischen Angebote. Aber gut, da ja, später. Ja, du betreibst ja Kampfsport. Und wie oder was würdest du sagen, wie relevant ist Körperertüchtigung oder diese Art der Körperertüchtigung heutzutage, und wie bist du selbst dazu gekommen? Also mein sportlicher Werdegang ist tatsächlich ein ziemliches Auf und Ab, also später deutlich mehr auf. Also es hat schon sehr früh angefangen, dass ich tatsächlich sehr unsportlich war, ja. Das ein bisschen aus dem Nähkästchen heraus. Ich war als Jugendlicher oder teilweise auch Kind, könnte man noch sagen, tatsächlich stark übergewichtig. Ja, mhm. Das wissen die wenigsten. Das hat sich ja jetzt gut verschoben an die richtigen Stellen. Ja, also die Masse hat sich jetzt nicht verschoben, dass das jetzt einfach nur Fett ist, was da reingerutscht ist, hoffe ich zumindest. Ja, oder wenn es dann optischen Anschein macht, ist natürlich auch in Ordnung. Aber nee, auf jeden Fall. Mit 13, 14 rum hat das dann angefangen, dass ich mein Übergewicht verloren habe. Ich habe damals um die 50 Kilo abgenommen innerhalb von einem Jahr und dementsprechend auch da zeitgleich mit Sport angefangen. Tatsächlich hat sich das aber eher ein bisschen verschoben. Ja. Die Gewichtsabnahme ist jetzt noch nicht durch Kraftsport zustande gekommen oder durch Kampfsport, sondern halt einfach durch Laufen und ja, Ernährung, sage ich mal. Dann, als die Kilos runtergepurzelt sind, war ich mit 14, 15 das erste Mal im Fitnessstudio und habe da dann auch jahrelang recht gut trainiert. Ich habe eine ansehnliche Physis damals aufgebaut, aber habe halt gemerkt, okay, gut, die Optik ist da und ich fühle mich schon selbstbewusster und so weiter und so fort. Du hast als Jugendlicher immer so ein bisschen dieses Bild im Kopf, okay, du willst wie ein Krieger aussehen nach dem Motto, aber eigentlich wusste ich, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich so großartig in Kämpfen jetzt machen würde. Ja. Also ich sah so aus,
aber habe es nicht wirklich geliefert. Ja. Und ja, dann hat da mein Werdegang so angefangen, dass ich erstmal in den Selbstverteidigungskurs gegangen bin von unserem Fitnessstudio, was es damals angeboten hat. Und was war das? War das Kampfkunst oder Kampfsport? Oder? Es war ein Selbstverteidigungskurs. Also das war ja so an Krav Maga angelehnt, sagen wir mal. Genau, das habe ich 1-2 Jahre dann recht akribisch verfolgt und war da auch jedes Mal dabei. Ich habe mich mit dem Mentor sehr gut verstanden, dass ich dann sogar ab und zu mal die Stellvertretung gespielt habe in manchen Studios, wo wir dann auch mal zusammen Kurse gegeben haben. Aber irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht und ich bin zum Kampfsport. Erst ungefähr 6 Jahre lang On-Off-Kickboxen gemacht. Das hat mich aber nie so ganz begeistert, beziehungsweise nie so aktiv gehalten. Deswegen auch mal gemacht, mal nicht gemacht. Und dann bin ich zum MMA und BJJ, also Brazilian Jiu-Jitsu, gekommen. Und das hält mich seit jeher fest in den Fängen. Und Jiu-Jitsu ist ja eigentlich wieder Kampfkunst, ne? Also Kickboxen habe ich damals auch mal gemacht, bis dann der Schichtdienst kam und dann, ja gut, ist das halt immer sehr eingeschränkt möglich, bis gar nicht, wenn man da irgendwie am Ball bleiben will. Genau, das ist ja Kampfsport, Kickboxen, ne? Und Jiu-Jitsu ist ja eher was Traditionelles. Teilweise, also das ist ein Problem mit der Begrifflichkeit. Es gibt nämlich das originale japanische Jiu-Jitsu, was hier bei uns zulande eher Jiu-Jitsu heißt. Und das ist tatsächlich so eine Art Kampfkunst, die jetzt meiner Meinung nach auch nicht so wirklich straßentauglich oder relevant ist. Aber Brazilian Jiu-Jitsu ist praktisch auch das ursprüngliche Jiu-Jitsu, was nach Brasilien gekommen ist, wurde da ein bisschen, sag ich mal, weiter verarbeitet und dann auch tatsächlich zum richtigen Sport aufgebaut. Also das ist Vollkontakt, da gibt es Wettkämpfe und so weiter und so fort. Und es ist auch im MMA-Sport heutzutage eigentlich fest mit inbegriffen. Es gibt eigentlich kaum MMA-Athleten, der keinen BJJ trainiert, weil es halt eben eigentlich zum... ja, zur Grundausstattung gehört, dass man am Boden auch weiß, okay, was macht man dann? Ja, interessant. Ja, da gibt es ja 1000 verschiedene Varianten, ne? Auch beim Kickboxen gibt es auch Semikontakt, Vollkontakt, ne? Das habe ich noch so im Hinterkopf, weil wir waren mal bei irgendeinem... Altersabhängig. Ja, wir waren mal bei so einer, bei einem Wettkampf und wir haben ja auch Vollkontakt trainiert, aber das war ein Semikontakt Wettkampf. Das heißt, also es gab da verschiedene Techniken, die nicht erlaubt waren. Und das war für uns dann natürlich dann ein bisschen blöd, weil wir das ja nicht nutzen konnten. Ne? Ja, die Verbote und Richtlinien, die sind halt auch immer abhängig vom Level. Ja. Also zum Beispiel jetzt beim MMA im Amateurbereich, ja, da hast du auch noch, deine Handschuhe sind mehr gepolstert. Also da kämpft man dann beispielsweise im Amateurbereich mit 8 Unzen. Ja. Im Profibereich sind es jetzt eher 4 Unzen. Bei den Amateuren sind auch gar keine Ellenbogen erlaubt, also da gibt es alle möglichen Regelungen, je nach Sportart und Level. Ja, bei King of the Streets spielt das alles keine Rolle. Kennst du die auch? Ja, die kenne ich auch. Ich kenne auch einzelne Leute, die tatsächlich schon dort waren. Das ist ein wilder Haufen. Also ich muss sagen, ich finde es sehr interessant anzusehen. Persönlich hätte ich aber aufgrund des Betonbodens dann doch weniger Interesse dran. Ja, wer da Interesse hat, schaut mal bei Instagram King of the Streets, kurz Kotz. Und ja, das ist so, also wer da reingeht, Respekt, ne? Also keine Handschuhe auf Betonboden. Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich so Regeln gibt. Also es gibt da einer, der ist so der Ringrichter oder tut jedenfalls so. Auf jeden Fall, ja. Nicht für jeden etwas. Vor allem, wenn man danach noch vielleicht noch ein Passfoto für eine Bewerbung machen muss, dann sollte man da nicht hingehen. Ja, du hast schon angesprochen am Anfang Kraftsport. Was ist so der Unterschied, würdest du sagen, vom Kampfkunst, Kampfsport zu Kraftsport? Und ja, wie sehen denn so die Anwendungsmöglichkeiten im realen Leben aus, was jetzt auf Kampfsport bezogen ist? Also Kraftsport, da hat sich meiner Meinung nach auch immer mal ein bisschen gewandelt über die Zeit. Ich habe das mal sehr akribisch verfolgt, dass ich dann tatsächlich auch den Fokus darauf gelegt habe, sogar mal in die Richtung Bodybuilding gegangen bin oder zumindest Interesse daran gehegt habe. Ja, ich bin jetzt nie auf der Bühne gewesen oder sonst was, aber das war schon mal ja, höher das Interesse. Aber mittlerweile hat sich bei mir eigentlich die Meinung etabliert, dass Kraftsport für jeden Mann und heranwachsenden Jugendlichen eigentlich eine Grundvoraussetzung darstellt. Ja. Also nicht nur gleicht es den Wegfall jetzt von körperlich anstrengender Betätigung aus, die wir heutzutage im modernen Leben nur noch sehr selten haben, sondern kontert natürlich auch noch alle möglichen anderen Gifte der Moderne, sage ich mal. Aber es ist und bleibt dennoch nur ein Grundbaustein.
Ich meine, du kannst es auch weiter treiben in Richtung Bodybuilding, das sieht ästhetisch aus und so weiter und so fort. Aber einen wirklichen Mehrwert hast du ab dem Punkt eigentlich nicht mehr. Und ja, der Unterschied von Kampfsport habe ich ja schon ein bisschen in meinem Werdegang erläutert. Du hast halt natürlich die brachiale Optik, aber wenn dir dann an Fähigkeiten fehlen, dann ist es nur eine Fassade. Und das hat mich halt immer gestört, weil auch als Kind, ich wollte immer, natürlich wollte ich jetzt, wenn ich jetzt an irgendwelche Superhelden gedacht habe oder sowas, die da Vorbilder waren, dann können die auch immer was. Und jetzt halt nur so aussehen, das war halt für mich immer nur die halbe Miete. Und dementsprechend ist das halt der glasklare Unterschied für mich, dass tatsächlich eben auch die Fähigkeiten mit einhergehen können. Ja, das heißt, wenn du jetzt Calisthenics machst oder sonst was, ist das auch schon mal funktionaler und besser, meiner Meinung nach, weil du dann dementsprechend Fortbewegungsmöglichkeiten hast, jetzt irgendwo, wenn du dich irgendwo hochziehst oder sonst was. Ja, irgendein Profi-Bodybuilder kann das möglicherweise eher weniger. Eben, das also, ist so diese Agilität, ne? Also pumpen, du kannst natürlich stupide pumpen, bis du irgendwann, keine Ahnung, dicke Arme und ein Kreuz hast. Nur was bringt dir das, wenn du so einen Bizeps hast und du könntest nicht alleine auf Klo und dir den Hintern abwischen, ne? Ist halt auch immer die Frage, was ist jetzt in der jetzigen Zeit relevant? So, was sind die verschiedenen mentalen Benefits, die das bringt? Weil zu deiner Frage, okay, wie schaut die Anwendung im realen Leben aus? Das ist tatsächlich sehr vielschichtig. Also die meisten denken dann beispielsweise nur an Selbstverteidigung, aber es hat meiner Meinung nach auch eine massive mentale Komponente, die damit einhergeht. Dieser Stresstest, den du beispielsweise auf Wettkämpfen oder auch einfach nur schon im Sparring erlebst, dieses regelrechte Durchboxen durchs Leben, sage ich mal wortwörtlich, das macht viel mit einem, was man in anderen sportlichen Bereichen dann doch eher weniger hat. Ja, also dementsprechend, es zieht sich eigentlich, wenn du das diszipliniert durchziehst, durch das ganze Leben. Und ja, die Anwendungsbereiche, da können wir später nochmal genauer drauf eingehen, was jetzt zum Beispiel Selbstverteidigung angeht und so weiter und so fort. Ja, also das ist quasi eine Lebensphilosophie, kann man das so sagen, ne? Ja, genau. Also wenn du das, wenn dich das begeistert, dann hast du natürlich eine gewisse Kampfkultur inne. Und das wird irgendwann doch durchaus zu einem Baustein deiner Persönlichkeit. Jetzt nicht, dass es der einzige sein sollte offensichtlich, aber ja, es macht natürlich was mit den Menschen. Und das ist leider schade, dass halt viele Leute heutzutage dann doch eher sehr pazifistisch unterwegs sind. Und dementsprechend zeigt sich das halt eben auch dann negativ in der Persönlichkeit. Also ich denke, es ist Gold wert. Ja, so Konfliktscheue, das ist so das, was mir halt immer auffällt bei den Menschen. Die sagen lieber nee oder nicken irgendwas ab oder versuchen einem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Also ich rede jetzt noch nicht mal von einem körperlichen Konflikt, sondern einfach nur von einem Streitgespräch oder dergleichen. Und da merkt man halt schon so dieses, ja, was man heute so als Sojamalte vielleicht bezeichnen würde, der so mit der Jute, mit dem Jutebeutel durch die Gegend geht und wo eigentlich irgendwie nichts Männliches mehr dran ist. Na, klar, man kann natürlich jetzt mal darüber sprechen, was ist denn männlich, ja? Also männlich ist Wehrhaftigkeit, dass man zu seinem Wort steht, ja? Also das ist ja nicht nur was Körperliches, sondern auch was Geistiges und deswegen meine ich das so mit dieser Lebensphilosophie, was alles durchdringt. Ne? Das ist nicht nur das Durchboxen, keine Ahnung, an der Hantelbank, sondern das ist sich einen Arbeitsplatz bemühen. Das fängt an, dass man eine Frau findet, dass man sich für seine Familie einsetzt, aufopfert. Ne? Das alles gehört ja dazu. Genau, und der Mann hat natürlich auch evolutionsbiologisch einen ganz klaren Sinn und Zweck, dass er halt eben auch zum Schutz der Familie zählt. Und dementsprechend, finde ich, ist diese Kampfkultur eigentlich was absolut Natürliches und Ursprüngliches. Und allein aus dem Aspekt finde ich es halt schon sehr schade, dass man das, ja, dass das komplett verloren geht. Man sieht ja auch jetzt im alltäglichen Leben oder wenn man sich jetzt irgendwelche, das ist jetzt vielleicht nicht das alltägliche Leben, aber wenn man irgendwelche Aufnahmen sieht, wo jetzt beispielsweise irgendein körperlicher Konflikt ist, wo jetzt auf gut Deutsch gesagt irgendjemand auf der Straße da vermöbelt wird oder so, dann hast du halt immer dein Publikum und alle stehen entgeistert da, wissen gar nicht genau, was sie machen sollen, wie als würden sie gerade irgendwie die erste Bekanntschaft mit einem Außerirdischen machen oder sowas, weil die Leute tatsächlich so weit entfernt von diesem Thema sind, obwohl es eigentlich urmenschlich ist, sage ich mal. Ja, wo der Unterschied eben ist, auf diesem Kanal, nee, ich glaube auf dem anderen, oder auf der dritte Blickwinkel.com könnt ihr mal schauen, da habe ich mal ein Thema
einen Vortrag zum Thema Authentizität gehalten und dann ging es mir um die Begrifflichkeit oder der Sinn von Begrifflichkeiten und da hatte ich mich auch mal den Begriff gewaltbereit. Ja, also gewaltbereit, das ist ja nicht hirnloses Schlägertum und einfach losziehen, einen verprügeln, weil man es kann, weil man halt eben die Fähigkeiten hat, sondern Gewaltbereitschaft heißt ja nicht unbedingt gewalttätig, sondern dass man in der Lage ist, wenn man dazu gezwungen wird, sich eben und seine Familie oder seine Freunde zu verteidigen. Das einfach heißt, gewaltbereit zu sein. Und das ist ja nichts Schlechtes oder Destruktives. Ganz im Gegenteil, man versucht ja damit, destruktive Strömungen aufzuhalten. Eben genau das. Damit geht ja oftmals noch dieses negative Vorurteil einher, nach dem Motto, okay, alle Leute, die Kampfsport betreiben oder in Anführungszeichen dann gewaltbereit sind, wären alles skrupellose Schläger und unintelligent und so weiter und so fort. Aber die Sache ist, wenn du dich entscheiden musst zwischen Intelligenz oder besser gesagt, wenn du davon ausgehst, dass du dich entscheiden musst zwischen Intelligenz oder Wehrhaftigkeit, dann bist du im besten Fall wahrscheinlich keines davon. Also gibt es dieses eine berühmte Zitat, ich bin mir gerade nicht mehr sicher tatsächlich, von wem es war. Ich glaube, es war ein griechischer Philosoph, so ungefähr nach dem Motto, wer seinen Krieg von Philosophen und Denkern austragen lässt und sein Denken von Kriegern, ja, also da wird nichts draus, sage ich mal. Mhm. Ja. Du musst beide Aspekte irgendwie vereinen, um tatsächlich ein großes, gutes Gesamtbild abzugeben. Exakt, genau. Und da sind wir auch schon beim Thema Wehrhaftigkeit. Das ist ja eine Tugend, zumindest sollte sie jeder verinnerlicht haben. Und was hat denn so der Stellenwert von Kampfsport zum Beispiel jetzt in der Schule? Also da haben wir ja auch immer mehr Konflikte. Was macht das mit einem? Klar, man ist besser gewappnet, ja, aber das geht ja auch noch tiefer, ne? So. Ja, das ist tatsächlich ein richtiges Stichwort. Also natürlich kennt jeder diese typischen Geschichten, dass man heutzutage als junger Deutscher in der Schule der Allmann ist, was ja dann oftmals synonym mit feige und wehrhaft und so weiter gleichgesetzt wird. Das ist ein Thema, darauf muss ich nicht weiter eingehen. Das ist klar, dass der Kampfsport natürlich hilft, um da einen Gegenbeweis zu liefern. Aber was tatsächlich das Thema in der Tiefe angeht, das ist ganz interessant. Das ist mir nicht bei mir selber, aber bei Leuten, die bei mir in Kursen sind und so weiter und so fort, ist mir das durchaus positiv aufgefallen, beispielsweise bei dem Thema wie Schulreferaten. Mhm. Und da muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Gerne. Und zwar, die Sache ist, der Ursprung von einer Diskussionskultur beispielsweise fußt nur darauf, dass die Alternative zum Diskutieren, also wir reden jetzt vom Diskutieren zwischen Männern beispielsweise, diese Diskussionskultur ist nur deshalb entstanden, weil die Alternative dazu immer körperliche Gewalt wäre. Weil natürlich, wenn du dir nicht einig wirst oder so und das nicht ausdiskutierst, keine Kompromisse löst oder Vergleichbares, dann gibt es, sag ich mal, auf die Nuss und der Stärkere gewinnt. Und da wir das nicht immer machen können, auch wenn man sich tatsächlich als Stärkere einschätzt, geht man damit dann doch oftmals, also zumindest wenn man jetzt eine wehrhafte Kultur hätte, mit irgendwelchen Verletzungen nach Hause, dass es auf Dauer auf jeden Fall nicht lohnenswert ist. Ist ja auch eine Vergeudung von Ressourcen irgendwo, ne? Ja, selbstverständlich. So, das macht keinen Sinn, sich jetzt mit jedem wegen irgendeiner Meinungsverschiedenheit natürlich da jetzt auf den Nuss zu hauen. Das ist Quatsch. Und dementsprechend diskutieren wir zivilisiert miteinander und arbeiten halt Dinge für uns aus. Und das wissen wir auch unterbewusst noch. Das ist tief in uns drin. Und dementsprechend kann man auch so einen massiv positiven Effekt damit erringen, sage ich mal, wenn du Kampfsport, oftmals reicht auch schon Kraftsport, wenn man sich da genug Illusionen macht, dass man da trotzdem ein krasser Typ ist. Aber gerade im Prinzip von Kampfsport, wenn du erfahrener Kampfsportler bist und weißt, hey, okay, ich kann mich wehren, dann hast du auch automatisch in deinem Dialog, in deiner Diskussion eine viel tiefliegendere Ruhe und Sicherheit, weil so primitiv es klingt, du halt weißt, okay, gut, die Person kann lachen, was sie wahrscheinlich eh nicht tun wird, weil sie weiß, dass du wehrhaft bist. Aber die Person kann lachen und du weißt tief unterbewusst, dir kann aber trotzdem nichts passieren. Weil du im Notfall, im Fall des Falles, die Person halt eben überwältigen könntest. Und ja, das mag sich so primitiv anhören, aber das ist immer noch, wie unsere unterbewusste Höhlenmenschenart eigentlich in uns funktioniert. Ja, so Selbstbewusstsein, ne? Selbstbewusstsein, aber auch nicht nur in dieser Form von
so, ich bin ja super Recke hier, sondern Selbstbewusstsein, sich selbst Bewusstsein. Ne? Also das ist ja das, was du wahrscheinlich auch meinst, dass mit diesem was tiefer geht. Ne? Man ist nicht nur so ein Typ, der jetzt hier so hoch in den Hauptes rumrennt und sagt, ey, mir kann keiner was, weil ich den körperlich überlegen bin, sondern sich selbst bewusst sein, dass man so etwas tun könnte. Ja, also man oder man fühlt anders in sich hinein, als wenn man ständig so diese Zweifel und diese Schwächen in sich spüren würde. Genau, also man sieht sich praktisch selbst nicht als Beutetier. So ja. Kann ich es mal gut ausdrücken. Ja, weil wenn du jetzt irgendwie da vor 20 Leuten stehst, dein erstes Referat hältst, da komplett aufgeregt bist, dann sind deine Gedanken was ist wenn? Aber dieses was ist wenn fällt komplett weg, weil du weißt, okay, im größtmöglichen was ist wenn, also dann Androh, körperliche Gewalt, Mobbing oder sowas, dann weißt du dich zu behaupten. Und dann bist du halt nicht wehrlos und nicht harmlos. Mhm. Und da hast du ja schon was Richtiges angesprochen, das ist auch ein wichtiger Unterschied zu machen, ob jemand jetzt friedlich ist oder harmlos. Ja? Wenn du beispielsweise gar keine Möglichkeit hast, dich zu wehren, dann bist du nicht friedlich, sondern dann bist du nur harmlos. Wenn du aber weißt, okay, du kannst unter Umständen tatsächlich eine Gefahr darstellen und dich gegen alles Mögliche wehren, aber du entscheidest dich halt eben stattdessen, in einem friedlichen Dialog mit Leuten zu reden, dann bist du entschieden friedlich. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, der sich halt heutzutage auch in unserer Gesprächskultur wiederfinden lässt, gerade mit dem Wegfall halt eben von diesen ganzen ursprünglichen Normen, sage ich mal. Mhm. Ja genau, friedfertig und wehrhaft zugleich, könnte man sagen. Ja, richtig, wie gesagt, du kannst ja nur friedfertig sein, wenn du wehrhaft bist. Ansonsten, wenn du nicht wehrhaft bist, dann bist du nicht friedfertig, sondern harmlos. Ja, dann bist du das Opfer. Ne? Genau. Da musst du hoffen. Ja, dass der Kelch vielleicht an einem vorübergeht, wenn man ganz mitleidig guckt. Aber gut, meistens zieht das ja dann auch noch die Schläge an. Ne? Weil wenn man sich wie ein Wurm verhält, dann wird man auch wie ein Wurm behandelt. Eben, das ist der Punkt. Mhm. Ja, spannendes Thema. Also man sieht, das birgt doch mehr Tiefe und lädt ein zum Philosophieren. Die Wehrhaftigkeit, das Kämpfertum, Männlichkeit an sich. Ne? Wir reden hier nicht von irgendwelchen Macho-Gehabe, sondern schon von Dingen, die Hand und Fuß haben. Ja, innerhalb der Rechten, da gibt es ja verschiedene Ansichten zum Thema Ideal. Was wäre denn deiner Meinung nach so eine gute Mischung und was könnte man vielleicht vernachlässigen? Also wir haben ja die Themen wie Äußeres, wie Optik, wehrhaftig, also dass man was auf dem Kasten hat, ne? So, was lass uns da mal drüber philosophieren. Ja, also ich denke tatsächlich innerhalb der Rechten, es gibt so viele verschiedene Strömungen. Jeder baut sich ein bisschen sein eigenes Ideal und das ist auch in Ordnung, dass die teilweise ein bisschen voneinander, je nach verschiedener Kaste, voneinander abweichen. Und es gibt schon ein übergreifendes Ideal, worauf sich die ganzen verschiedenen Strömungen wahrscheinlich einigen könnten und was auch beispielsweise für mich auf jeden Fall erstrebenswert ist. Und dieses Ideal würde jetzt meiner Meinung nach beispielsweise bestehen aus Ehrhaftigkeit, ja, also dass man jetzt kein Lug und Trug unter Deutschen sät, ja, dass man zu seinem Wort steht, hilfsbereit ist, ja, und dass du tatsächlich ein Teil einer Gemeinschaft bist, ob man das diese Gemeinschaft jetzt als Deutsch oder rechte Bewegung oder sonst irgendwas, vielleicht auch den lokalen Fitnessstudio-Club oder sowas, da bezeichnet es erstmal irrelevant, aber dass man halt diese grundlegenden, ich sag mal, aufrechten Charaktereigenschaften sich einverleibt. Ich denke, wenn man diesen Konsens hat, dann kann eigentlich jede rechte Strömung, die auch unterschiedliche Ideale jetzt im Einzelnen vertritt, miteinander auskommen und zusammenarbeiten. Dementsprechend wäre das erstmal für mich das Wichtigste. Die Wehrhaftigkeit ist natürlich irgendwo auch damit inbegriffen, aber im Prinzip würde ich es erstmal dabei belassen, weil natürlich muss man auch fair sein und sagen, cool, es kann jetzt nicht jeder Rollstuhlfahrer, sage ich mal, auch ein Kickboxer werden. Das ist einfach so. Ja, obwohl, da gibt es jetzt nicht Kickboxer, aber wir hatten ja eben das Thema Calisthenics, also Selbstgewicht, Selbstkörper oder Eigengewicht, Übungen. Und da gibt es auch richtig krasse Rollstuhlfahrer, die sich dann quasi dann an einem Seil hochhangeln mit Rollstuhl. Also da gibt es auch schon, also es gibt keine Ausrede, nichts zu tun. Ne? das ist tatsächlich wahr. Ja. Also gerade wenn man dann schon ein schweres Schicksal hat, dann ist es natürlich umso lobenswerter, wenn man halt alles macht, das Beste daraus eben dann noch zu erreichen. Das ist richtig. Und auch gerade, wenn man sagt, okay, man
ist jetzt, sag ich mal, Teil von der aufrechten Bewegung, nenne ich es mal, dann ist es natürlich ganz klar, dass es zum Ideal dazu gehört, auch einen gewissen Körperkult bzw. Gesundheitskult zu festigen. Und da gehören halt eben auch solche Eigenschaften dazu, wie jetzt beispielsweise ja, Sport, Körperstellung und so weiter und so fort. Das weiß eigentlich jeder intrinsisch. Ja, ja, und dann gibt es so diese diejenigen, die halt sehr voluminös aussehen mit einer Bierdose in der Hand und dann von Kampf der Nibelungen, Disziplin ist alles, steht auf dem Rücken. Da ist die Frage, worin die Disziplin besteht. Ja, so einarmiges Thekenheben, Respekt, ja, oder die fünfte Pizza. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was damit gemeint ist, ne? Da kann man sich natürlich auch darüber unterhalten, ob jetzt Wettkampftrinken oder Wettessen auch eine Art von Sport ist. Aber ja, also tatsächlich möchte ich mich auch an der Stelle von diesen Leuten distanzieren. Ich finde, diese Leute sind hauptsächlich, und das muss ich so hart sagen, schädlich für die Bewegung, weil wenn sich jemand Ideale auf die Kappe schreibt und sich innerhalb diesen Idealen, sage ich mal, bewegt und versucht, diese nach außen zu tragen, aber dann ein komplett falsches Bild darstellt, das ist nicht das, wofür ich stehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine Mogelpackung, ne? Also ein Bekannter von mir. Respekt für jeden, der da auf dem Weg ist und sagt, okay, er versucht jetzt abzunehmen, gar kein Problem, und versucht sich zu bessern, vielleicht ein Problem hat, Alkoholsucht oder was auch immer, und da versucht rauszukommen, mein Respekt. Aber wer das nicht macht und das sogar noch glorifiziert und halt eben dann praktisch schon so Bewegungen wie jetzt Kampf der Nibelungen da bloßstellt, indem man so ein T-Shirt trägt, also tut mir leid, ich finde, das geht gar nicht. Mhm. Ja, genau, das sind wir wieder beim Thema Authentizität. Also wir waren mal auf einer KDN-Veranstaltung und ein Bekannter, der hatte sich dann so ein T-Hemd gekauft. Da war dann aber irgendwas mit Straight Edge und der wusste nicht, was das bedeutet. Und der ist aber selber gar nicht. Ne? So, dann habe ich ihm das aber gesagt und hat er, oh, ja, gebe ich das wieder zurück. Ne? Was soll ich mich jetzt hier als Straight Edge, der nicht raucht, nicht trinken kann, Alkohol, kein Kaffee und sonst irgendwie was. Ne? Also der lebende Verzicht habe ich auch Respekt vor. Ich selber bin nicht Straight Edge. Aber da war er dann auch so fair und meinte, ne, was soll ich mich jetzt hier mit fremden Federn schmücken? Ich gebe das zurück. Oder hat das umgetauscht gegen ein anderes KDN-Ding, ne? Ja, das ist ja eine lobenswerte Ehrlichkeit. Also sich da so Fehler eingestehen können, das ist ja tatsächlich bei den wenigsten der Fall. Ja. Ja, ja, eben, also bei vielen ist ja, das ist, glaube ich, auch wieder so ein modernes Ding. Da kommen wir ja ganz am Ende so mehr, die meisten Leute sind mehr Schein als Sein. Ne? Nach außen hin versucht man zu glänzen oder macht den Leuten und sich selber vielleicht auch was vor, aber lebt oder verkörpert das nicht wirklich, ne, was man sich da so auf die Fahne schreibt. Ja, ja, Selbstwahrnehmung ist eine essentielle Sache. Ne? Also gerade jetzt in der politischen Welt, jeder meint irgendwie den Durchblick zu haben, was jetzt die Außenwelt angeht. Ja, aber was die innere Welt angeht, da versuchen sich immer noch viele selbst zu belügen. Das bringt keinem was und schadet keinem so sehr wie sich selbst. Also klar, entsprechend Hut ab vor jedem, der sich da Fehler eingestehen kann und sagt, hey, jeder hat seine Dämonen und er ist auf seinem Weg. Das ist gut. Ja, das denke ich auch. Also es ist keiner perfekt. Ne? Das wäre auch nochmal so ein schönes Thema für vielleicht so ein extra Video. Also klar, man hat natürlich ein Ideal. Das Ideal, sage ich immer, ist eben unerreicht, weil wenn du dieses Ideal erreicht hättest, müsstest du ja nichts mehr tun. Das wäre Stillstand und Stillstand ist automatisch Rückschritt. Es würde ja alles an dir vorbeifließen. Ne? Das ist so. Richtig, ja. Das muss immer ein Streben sein. Genau, das habe ich mal für mich mal so fest gemacht, was denn so das Ideal oder ein Idealzustand ist. Also wir werden dieses Ideal nie erreichen und das ist ja auch gut so. Ne? Das ist ja nicht, dass man sich irgendwie selbst belügt, sondern das ist ja ein ewiger Weg und ein ewiges Wachsen an sich selbst. Und das hört irgendwann auf, wenn wir in der Kiste liegen. Ja, die Werdung an sich, könnte man so sagen. Ja, genau. Mhm. Ja, jetzt hatten wir schon so die inneren Werte oder wie würde man denn, wenn wir uns mal den politischen Kampf des Äußeren, des Auftretens, allglatt oder eher so vollkommen egal, wie man aussieht, so ein Outlaw, der keinem Rechenschaft schuldig ist, was sagst du dazu? Also ist das vollkommen egal, wie du rumrennst oder sollte man da schon irgendwie so einen gewissen Stil pflegen? Ja, das ist im Bereich der Internetrechten immer so ein heikles Thema. Da gibt es sehr viele Modefaschisten, sag ich es mal. Aber also ich bin durchaus der Überzeugung, dass natürlich die Äußerlichkeit, die spielt eine Rolle. Das ist ganz klar. Jeder, der sagt, es ist mir egal, wie ich mich vor anderen gebe, der lügt. Und das ist auch wichtig. Ja, jeder zieht sich für ein Bewerbungsgespräch gut an. Und dementsprechend ist natürlich auch politische
politisches nach außen tragen auch davon betroffen und wichtiger möglicherweise als sogar Bewerbungsgespräch, je nach Beruf. Aber im Prinzip ist es so, dass wir es uns nicht wirklich leisten können, uns für eins von beiden zu entscheiden. Also wenn du jetzt sagst Outlaw oder Allglatt, die Sache ist, wir haben einfach noch nicht die Zahlen tatsächlich, um zu sagen, okay, wir verstoßen die eigenen, die gehören nicht zu uns und die anderen sind akzeptabel, weil die halt irgendwie sich bessere Anzüge leisten können. Das ist ja eigentlich Quatsch. Ja, das ist sowohl nicht realistisch als auch meiner Meinung nach moralisch nicht ganz okay. Ja. Wie gesagt, jeder ist irgendwie auf seinem Weg. Ich habe mich mit 14 auch noch nicht so gut angezogen. Ja, ich glaube ich auch nicht. Da war noch Bomberjacke bei mir. Ich war immer Scheitel damals halt, ne? Auch schon so meiner Stumm- und Drangzeit. Scheitel und Bomberjacke, gut, würde ich heute, also Scheitel, klar, hätte ich noch, wenn die Haare noch das nur hergeben würden. Aber jetzt. Schön. Ja, definitiv. Ich hatte auch immer in meiner Hosentasche hinten so einen Kamm dabei und ich hatte den auch immer hier schön hier, ne? Also im Grunde genommen in der Kombination wusste natürlich jeder gleich, wie ich drauf bin. Ist natürlich auch die Frage, ob das klug ist, ne, wie eine Litfaßsäule rumzurennen. Aber andererseits mit 14, 15, 16 hat man eben seine Protestphase, seine Sturm- und Drangzeit. Und da ist das in Ordnung, finde ich. Also wenn man zu steht und dann auch als Litfaßsäule, aber trotzdem natürlich noch Werte hat und Argumente, die überzeugen, dann ist das meiner Meinung nach gar nicht so verkehrt. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, also ich bin davon überzeugt, dass jeder irgendwo seine Funktion hat. Ein aalglatter Anzugträger, der wird weniger Identifikationspunkte für jetzt beispielsweise die deutsche Arbeiterschaft bieten oder sowas. Und Repräsentanten so in jedem Leistungsbereich und in jedem sozialen Umfeld zu haben, ist meiner Meinung nach essentiell, um halt so viele Leute wie möglich abzuholen. Mhm. Wenn man jetzt beispielsweise nur Mitglieder hat, die jetzt Teil der obersten 5% sind, dann wirst du unmöglich alle Menschen ansprechen und viele werden schon aus Protest sagen, ja, okay, nee, was will man denn mit den Snobs oder was auch immer. Das ist halt, da muss man schon ein bisschen bodenständig sein. Mhm. Ja, und gerade kann man sagen, auch innerhalb der rechten Bewegung werden dann ja manche Strömungen, ja, wie beispielsweise jetzt nationale Altrechte, nationaler Widerstand und sowas eher als störend und problematisch dargestellt. Aber da fällt mir ein, wenn man sich jetzt beispielsweise Menschen wie Steven Feldmann, Grüße gehen raus an der Stelle, anschaut, dann sieht man, dass auch er, obwohl er eigentlich innerhalb der rechten Bewegung beispielsweise schon ein bisschen in Kritik steht, ja, zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, ist er in diesem Interview mit Charo, also Beast Kitchen, was er da auf YouTube mitgemacht hat, so explodiert. Er hat nur Zugsprüche bekommen von allen Seiten. Sogar von Ausländern, ne? Nur teilweise von links, von Ausländern und so weiter und so fort, einfach weil er dort steht. Weil er authentisch das nach außen trägt und er hat jetzt schon über 1 Million Klicks erreicht, ist im Gespräch seit, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, auf jeden Fall schon, ich glaube mal mindestens ein halbes Jahr. Also so eine Aufmerksamkeit ist natürlich massiv nützlich und wäre vermutlich weniger gelungen, wenn sich jetzt jemand, sag ich mal, so im Philipp Amthor-Stil da irgendwie hinsetzt. Ja. Ich räume ein, dass gegebenenfalls die Migrationspolitik unter Umständen nicht ganz so toll gewesen ist, ne? So, und Steven hat natürlich rausgehauen und hat auch zum Charo gesagt, nee, du bist für mich kein Deutscher und du gehörst auch abgeschoben. Du hast damals Drogen verkauft, ne? Also stabil. Ja, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt, weil gerade dann mutierst du von dem Allmann, der sich nicht so wirklich traut, was zu sagen, in den Augen von Ausländern dann oft zu einem, ich zitiere mal, wie ich es schon oft gehört habe, zum stabilen Deutschen, der zu sich selber steht. Weil die Sache ist ja auch wenn du tatsächlich Meinungen hast, die jetzt irgendwie so aufgenommen werden können, wie okay, du bist jetzt per se gegen Ausländer oder sowas, was ja meistens nicht mal unbedingt so 100% der Fall ist, dann ist das trotzdem noch eine Aussage, die man tätigen kann, die man respektieren kann und wo man auch tatsächlich mit eben jenen, den Ausländern, drüber sprechen kann. Mhm. Weil nur weil ich jetzt eine gesamtgesellschaftliche Meinung habe, heißt das für mich jetzt ja, wie auch beispielsweise dann für Steven, der ja das Interview da gemacht hat, eben nicht, dass ich auch jeglichen Dialog mit diesen Menschen verneine oder sogar Bekanntschaften oder möglicherweise sogar Freundschaften. Mhm. Weil ich für mich differenziere ganz klar zwischen dem kollektiven Problem und dann dem individuellen Leben. Ja, exakt. Ich kann sagen, hey, okay, ich finde dich okay, ja, du hast jetzt vielleicht, was auch immer, libanesische Wurzeln oder sowas, ist in Ordnung, wir können zusammen reden, jetzt die besten Freunde werden wir vermutlich nicht unbedingt, vielleicht aber gute Bekannte, vielleicht trotzdem eine Art Freunde, aber im Endeffekt ist es so, wenn man jetzt halt eben die Entscheidung hat, okay, will ich jetzt, ja, so hart sich anhört, okay, mein Volk retten oder meine Freundschaft mit dir, dann muss man halt sagen, okay, dann nehme ich mein Volk, ja, das, was mir mehr wert ist. Mhm. Und das respektieren die meistens. Und das ist auch
meiner Meinung nach absolut unproblematisch. Das finde ich gut, dass du es auf diesen zwei Ebenen siehst, weil natürlich kann ich auf der persönlichen Ebene auch Freundschaften mit Ausländern oder Migranten haben. Nur ändert das ja am großen Ganzen nichts und das ist ja auch kein Widerspruch. Also ich sage dann meistens immer, um das immer zu verdeutlichen, es gab sicherlich mal im ehemaligen Jugoslawien Dörfer, wo Serben und Albaner tolle Nachbarn waren, wo die Kinder zusammen Fußball gespielt haben. Das hat aber nicht verhindert, dass es einen Bürgerkrieg gibt. Ja, es gibt einmal die persönliche Ebene und dann gibt es die Metaebene und das ist ja die auch die persönliche Ebene mit einschließt irgendwann. Ne? Du kannst ja nicht sagen, ja gut, jetzt gibt's halt Bürgerkrieg, aber hey, der Ausländer neben mir, der ist voll nett. Ne? Ja, das interessiert aber die Realität nicht, die Alltagsrealität. Dann ist der Konflikt da. Und beides muss man nur mal im Auge behalten. Ne? Und deswegen sagen wir ja auch als Rechte, ein gewisser Prozentsatz an Migranten ist ja durchaus vertretbar, aber da sind wir ja schon lange drüber hinweg. Ne? Ja, gerade mit dieser Realismusfrage, dann was ist vertretbar und so weiter und so fort. Ja, genau, da wären wir jetzt als nächstes dran. Ne? Also Traumtänzer, Realisten und ja, wie sieht es mit ja, den gemeinsamen Zielen aus oder auch innere Streitereien, die gibt es ja auch hier und da, habe ich mir sagen lassen. Ja, also die meisten sind, sage ich mal, ist halt immer die Frage, man hat natürlich so ein gewisses Idealbild und Idealvorstellung und so schön man das auch findet, man muss halt immer ein bisschen im Auge behalten, okay, was ist realistisch und so weiter und was halt nicht. Weil wenn jetzt Leute von 100% Remigration und alles Mögliche in dem Bereich so reden und sich auf die Fahne schwingen, ist meiner Meinung nach nicht so realistisch. Ich meine, man kann darüber philosophieren und sich das vorstellen, was auch immer, aber im Prinzip tut man meiner Meinung nach damit gut, wenn man schon mal die Möglichkeiten, die man jetzt momentan hat, erstmal umsetzt und dann weiterdenkt. Ja, also beispielsweise, wir haben ja Abermillionen Flüchtlinge, die jetzt schon ausreisepflichtig sind oder die hätten gar nicht reinkommen dürfen, die keinen deutschen Pass haben und so weiter und so fort. Allein da wären wir schon mal einen riesigen Schritt weiter, dass wir da ansetzen können und das anfangen halt erstmal umzusetzen. Und im Endeffekt ist dieser Prozentsatz dann meistens auch der problematischste. Ja, und wenn du dann halt weitergehst und das Recht, was wir tatsächlich in Deutschland, in der BRD, was auch immer, schon ja, haben und diese Möglichkeiten wirklich ausnutzen, dann kommen wir tatsächlich auch zu einem Prozentsatz, meiner Meinung nach, irgendwann, der nicht mehr so bedenklich ist. Weil die wirkliche Problematik ist ja, dass die gesamte Gesellschaft von der Migration momentan geprägt ist. Auch wenn die tendenziell immer noch einen geringeren Prozentsatz ausmachen als jetzt Deutsche, haben die gerade, wenn man jetzt in Großstädten unterwegs ist oder auch tatsächlich nur Kleinstädten, du merkst halt, durch die enorme Präsenz, die diese Bevölkerungsgruppe an den Tag legt, sind die viel mehr, viel auffälliger. Die siehst du praktisch überall, die sind mehr auf den Straßen und so weiter und so fort. Und das sind ja auch meistens diese Problemgruppen. Also wenn du wirklich anfängst, erstmal ja, recht liberal an die Sache ranzugehen und tatsächlich jetzt mit geltendem Recht kommst, dann ist man allein dadurch schon mal einen Riesenschritt weiter und vergrault sich halt nicht gleich jeglichen Zuhörer, der vielleicht noch nicht so weit ist, wenn du sagst, okay, absolute Remigration, kein einziger Ausländer darf bleiben, dementsprechend. Ja, das ist ja auch vollkommen Realismus. Das ist ja auch vollkommen, was willst du denn mit Botschaftern machen? Willst du die auch ausweisen, ja? Oder, ja, beispielsweise. Ne, das ist ja Quatsch. Also, und ich denke auch mal, man musste natürlich auf dem Teppich bleiben. Zu jeder Epoche, egal wo wir jetzt auch mal in die deutsche Geschichte reinschauen, da gab es immer ein paar Migranten. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, ne, das ist ja auch genau, weil es eben aus dem Ruder gelaufen ist, entstehen ja nicht die Konflikte. Es wäre ja nicht so, wenn du in Köln 10 Dönerbuden hättest, das wird doch keinen jucken. Ja, das wären sogar diese 10 Dönerbuden, die wären wahrscheinlich extremst beliebt, ja, weil man da halt mal was anderes essen gehen kann. Aber mittlerweile ist es ja umgekehrt. Ich war mal schon vor Jahren, da war ich auf einem Metal-Konzert in Bochum gewesen. Und wir waren was früher da und da wollten wir einfach nur eine Currywurst essen. Ey, du hast nichts mehr bekommen. Also selbst bei der Pizzeria, die gehörte dann im Inder, ja, da gab's alles Mögliche, aber noch nicht mal so eine, einfach so eine einfache Currywurst, ne? Das, also, fand ich krass, so mitten in Bochum irgendwie, ne?
So, und das ja, ist, die deutschen Gerichte werden eine Seltenheit. Ja, weil die Migranten aus ihrem, wie soll man sagen, aus ihrer kulturellen Unsensibilität allein schon keine Currywurst essen, weil Schweinefleisch ist. Ne? So. Ja, stimmt. Und da wird der Speiseplan quasi natürlich der Käuferschicht angepasst. Und so diktiert automatisch die Mehrheit, was angesagt ist und was nicht. Ne? Und ja, wir haben halt offiziell, ich glaube. Das ist eine Problematik an der Sache, dass man, wenn man merkt, okay, die Anzahl und die Präsenz, die verändert dann tatsächlich das Land. Ab dem Punkt wird es dann wirklich problematisch und man sagt, okay, da soll man dann über sehr starke Remigration nachdenken. Aber sofern das jetzt in keinster Weise der Fall ist und irgendwo unauffällig, sage ich mal, ja, ein paar Ausländer leben, ist das jetzt für mich noch kein Brennpunkt. Ja. Wie gesagt, Idealvorstellung immer hin und her, aber ja. Ja. Ja, das sind eigentlich so die, ja gut, aber ich sag mal, da ist man sich ja eigentlich einig. Ne? Ich hatte mit dem Frank Franz auch mal darüber diskutiert, über diese Heißsporne, die da mit ihren super Forderungen dann auftreten, aber das sind eigentlich Leute, die kommen ja nie in die Bedrängnis, das tatsächlich realisieren zu müssen. Ja, du kannst als Internetkrieger immer die Klappe aufreißen und sagen, ja, das muss man machen, das und wenn ich könnte, dann würde ich das machen. Ja, aber das wird sowieso nicht passieren. Ja, und deswegen ist es halt, sieht man allein schon daran, ob das wieder so Traumtänzer sind oder ihr Ego profilieren müssen. Ja, weil sie werden das eh nie auf die Probe stellen müssen. Ja, aus seinem Keller ist halt natürlich jeder der nächste Kanzler. Also. Dabei bin ich's doch. Genau. Ja. Ja, ja, genau. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn wir uns mal so diese verschiedenen Facetten ansehen. Ja, konservativ, revolutionär, würdest du da einen den Vorzug geben? Also es gibt ja so diese konservative Revolution, dann gibt es so diese Wertkonservativen, dann gibt es natürlich nur die Revolutionären, obwohl ich diesen Begriff mittlerweile so inflationär finde und der Meinung bin, wir sind überhaupt nicht so revolutionär. Ich meine, die Franzosen mit ihren Revolutionen sind ein revolutionäres Volk, ja, aber bei uns, weiß ich nicht, wir sind ja eher so die Denker. Oder ja, wie siehst also, du das? Ich finde, das ist wirklich ein bisschen einfach die Frage der Semantik, also von den Begrifflichkeiten, ja. Weil im Endeffekt Leute, die sich revolutionär oder konservativ nennen, wollen in den meisten Fällen eh ungefähr das Gleiche. Mhm. Ja, also ich sehe das praktisch so, jetzt aus dem reinen Wortlaut her, wenn du etwas konservieren willst, musst du es erstmal haben. Die meisten Werte, die Leute aber konservieren wollen, haben wir zumindest gesamtgesellschaftlich gesehen gar nicht mehr wirklich. Ja. So, das hast du vielleicht in irgendeinem bayerischen Hinterdorf, wo dann da noch auf Tradition geachtet wird, es die Volkstänze gibt und so weiter und so fort, ja. Aber jetzt aufs gesamte Land betrachtet, haben wir eigentlich, und da ist sich ja normalerweise jeder einig, einen absoluten Werteverfall. Diese Werte, die wir hätten konservieren können, haben wir nicht mehr. Und wenn man jetzt dem Wortlaut gemäß sagt, okay, man ist halt einfach konservativ und will ja das Feuer weitertragen, dann würde man den Status quo weitertragen. Zumindest so sehe ich das. Mhm. Aber wie gesagt, das ist eine Begrifflichkeit. Und was die Leute ja eigentlich wollen, ist auf alte Werte zurück, die man nicht mehr hat. Sachen aus der Vergangenheit nehmen, aus deutscher Geschichte, aus deutscher Mentalität, aus deutscher Kultur, die wiederbeleben, rekonstruieren, weitertragen und wieder in die Gesellschaft bzw. ins Land und in die Kultur und in alles halt eben wieder integrieren und einbauen. Und das will eigentlich sowohl der Revolutionär als eben auch der Konservative, meiner Meinung nach. Und dementsprechend, das sind eigentlich nur verschiedene Begrifflichkeiten, wo sich Leute vielleicht in irgendwelchen minimalen Detailfragen unterscheiden, aber ansonsten wollen eigentlich die meisten dasselbe. Aber weil du sagst, man muss ja erstmal diese Werte wieder von, also zurückholen, das wäre dann quasi eine Form von revolutionärem Reaktionismus. Das so, also wenn man diese Begrifflichkeiten oder mal komplett heranziehen möchte. Ne? Also reaktionär ist ja eigentlich so diese Rückwärtsgewandte. Da muss man sich ja quasi von hinten erstmal was holen, nach vorne holen, damit man es konservieren kann und das dann revolutionär in die Zukunft tragen. Ne? Also ja, wenn man mal bei diesen Wortspielen. Ja, man kann natürlich auch komplett neue Werte und Ideen und Kulturen für das eigene Land schaffen, solange sie dem halt profitabel sind und halt auf ursprünglichem natürlichem Geist jetzt vom Deutschen, sage ich mal, fußen. Das ist halt auch absolut gut, meiner Meinung nach. Ja. Also man muss jetzt nicht rückständig sein und sagen, okay, man macht jetzt, man trägt nur noch das Alte vor und man
ja, baut sich nichts Neues mehr dazu. Das ist natürlich auch Quatsch. Also ich bin da persönlich für ja, ein gutes Mittelmaß, keine Rückständigkeit, aber auf jeden Fall auf dem Beruhen von alten deutschen Wurzeln. Ja, ich differenziere auch immer, da habe ich mit dem Autor Illner ewig diskutiert, weil er ja auch den Fortschritt kritisiert und ich sage, ich differenziere zwischen Moderne und Fortschritt. Also Fortschritt ist tatsächlich genau das Fortschreiten, aber nicht in diesem entarteten Modeerscheinungen. Das wäre für mich dann wieder die Moderne, weil da gibt es die Moden, die kommen und gehen, so wie Schlaghosen aus den 70ern. Die sind dann irgendwann wieder modern oder Röhrenjeans, das kommt und geht wieder. Aber das ist ja auch wieder... Oder besonders die Menschen werden damit angesprochen, die sich eben nicht traditionell verwurzelt fühlen zu ihrem Volk, ihrer Kultur. Ne? Das sind dann die Leute, die dann halt ein Vakuum in sich fühlen und dieses Vakuum der Identität mit Modeerscheinungen eben ausfüllen. Ne? Ja, eben, das ist ein absolut wichtiger Punkt mit Moderne und Fortschritt, weil Fortschritt, da muss es ja wirklich weitergehen. Es muss ja irgendein gutes Mitbringsel sein, was halt eben durch die Zeit entstanden ist. Moderne kann ja alles Mögliche sein. Ja? Also ich sage jetzt mal, dass gefühlt die Hälfte der über 40, 50-jährigen Deutschen irgendwie zuckerkrank ist oder so. Ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht, aber das ist auf jeden Fall alles andere als ein Fortschritt. Ja, aber modern oder dass die Jugendlichen bekifft vom Rechner sitzen oder mit Computerspiele spielen, das ist ein moderner Verfall, aber ne, sind wir uns ja einig, aber das hat nichts mit Fortschritt zu tun. Ne? Richtig. Ja. Ja, wir hatten es ja im Laufe des Gesprächs schon so bei unseren lieben Dauergästen, die haben ja eine gewisse Form oder leben eine gewisse Form von Männlichkeit und wenn wir mal so die eigenen Männer betrachten, dann ist da ja so eine gewisse Diskrepanz. Und wie denkst du, könnte man diese Diskrepanz ausgleichen oder wie schaffen wir das, dass wir uns da wieder unsere Männlichkeit mit all seinen oder all ihren Werten, die Männlichkeit, ja, mit all ihren Werten und Zuverlässigkeiten zurückholen. Reicht ein Buch lesen oder unser Video hören? Oder? Also Männlichkeit und ja, Masculinity ist ja auch so ein typisches Schlagwort, was eigentlich momentan überall im Munde ist. Das ist wieder modern, aber, ne? Tatsächlich. Aber ich sag mal so, es ist, macht ja auch Sinn. Wir haben natürlich durchaus einen Wegfall davon und die Kultur tut das auch nicht befeuern. Aber erstmal, jetzt in dem Beispiel, würde ich erstmal die Frage stellen, ob das bei unseren Dauergästen, gerade spezifisch Dauergästen, überhaupt der Fall ist. Weil gerade die dritte, vierte Generation von jetzt Migranten, die passen sich ja auch alle dem Liberalismus an und verlieren dann halt auch an ihrer ursprünglichen Kultur, wenn man die jetzt mit Männlichkeit gleichsetzen möchte. Bei den wirklichen Neugästen, sage ich mal, also, ja, weiß jeder, was darunter gemeint ist, ist diese Männlichkeit aber eigentlich hauptsächlich auf, ja, auf Gewalt und Aufdringlichkeit, was Frauen angeht, zurückzuführen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Das, ob das jetzt wirklich Männlichkeit ist, ist mal dahingestellt. Das wäre dann aber, dieses Macho-Gehabe halt, ne? Genau, aber im Prinzip kann man schon sagen, dass das irgendwo, wenn man jetzt auf unsere natürlichen Instinkte zurückgeht, natürlich irgendwo männlicher ist als jetzt der Sojasören, der mit seinem Chai Latte irgendwo in der Ecke sitzt und sich Feminismusartikel oder sowas da. Sich selbst als Feminist bezeichnet am besten noch. Ja, der sagt, er macht es jetzt für Frauen, um kein Unterstützer des Patriarchats zu sein, irgendeine. Er lässt sich die Eileiter, die Samenleiter kappen oder sowas. Also das können die natürlich alle gerne machen, aber das ist natürlich nicht männlich. Und so simpel es sich anhört, was jetzt beispielsweise diese gewalttätige, instinktive, impulsive Art von jetzt unseren Neugästen angeht, ist natürlich tatsächlich Sport und Kampfsport der Ausgleich in dem Sinne. Aber das ist natürlich auch nicht jetzt Sinn der Sache, das wäre jetzt praktisch nur der Sinn vom Ausgleich, ja, um die Frage jetzt eigentlich mal akkurat zu beantworten. Allerdings kann man dazu sagen, Deutsche waren ja mal tatsächlich gewaltbereit, das wurde uns aber natürlich aberzogen. Mhm. Generell so diese Aberziehung mit Toleranz und eben auch mit nieder mit dem Patriarchat und diese ganze Verweichlichung, das ist natürlich, das kommt an so vielen Stellen. Und es gibt so viele Einflussfaktoren, warum wir die tatsächlich aberzogen bekommen, warum wir die verlieren, dass es schwer tatsächlich so in einem oder in ein, zwei, drei Sätzen zusammenzufassen. Ich empfehle da auf jeden Fall den Beitrag von Robert Wagner. Der hat mal was Gutes darauf
dazu geschrieben auf heimatkurier.at. Also wenn diese Umerziehung, sage ich mal, genauer interessiert, ist ein sehr wertvoller Beitrag, weil das geht halt natürlich schon ein bisschen länger. Und diese Verweiblichung oder Entziehung der Männlichkeit fußt eben nicht nur auf jetzt, ja, Kampfsport wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber das ist natürlich eine biologische Geschichte tatsächlich, was die Lebensmittel angeht, die wir allein zu uns nehmen. Das ist eine Geschichte von dem Lebensstil, den wir heutzutage leben. Also so inaktiv und so weiter und so fort. Ja, Weichmacher auch, ne? Die ganzen Plastikflaschen, ja, ne? Beispielsweise. Und es ist natürlich ganz maßgeblich eine Frage der Propaganda, die man halt überall mitbekommt, in Schulen, in Medien und so weiter und so fort, dem Zeitgeist, der momentan gehuldigt wird und der damit einhergehenden Erziehung von Eltern, die sich davon halt eben auch beeinflussen lassen. Weil, ja, das ist halt, wie gesagt, immer jetzt diese Gleichsetzung Männlichkeit mit Gewalt und Gewaltbereitschaft ist ein bisschen schwierig, weil natürlich kommt es auf mehr an, aber gerade jetzt, wie gesagt, im Vergleich, um auf unsere Gäste zuzugehen, ist das natürlich ein relevanter Punkt, weil da bist du schon eigentlich unten durch und hast eigentlich schon verkackt, wenn dir deine Eltern beibringen, hey, okay, geh doch das 20. Mal zum Lehrer, wenn du gemobbt wirst, statt dich halt irgendwie so zu wehren. Ja, vor allem, ich muss da ja nicht mit tiefen philosophischen Diskussionen ankommen. Wenn der ankommt, sagt, ja, ey, was guckst du? Dann kannst du sagen, hey, hör mal, ich habe ja nicht geguckt und du hast mich ja auch angeguckt, ne? So, sondern dann ist natürlich klar, was gleich passiert und dann muss man halt eben dann in der Lage sein, ne? Ja, also dementsprechend, was da die Männlichkeit angeht, ist auf jeden Fall am meisten mehr so Punkte, wie dass du wirklich zu deinem Wort stehst, sage ich mal, und halt auch zu deiner Meinung. Und wenn du jetzt die Meinung hast, hey, okay, die und die Personengruppe, die geht mich in der Schule blöd an oder die verändert unser Land oder sonst was, dann wäre es der größte Punkt der Männlichkeit, erstmal da mit beiden Füßen wirklich fest auf dem Boden zu stehen und zu sagen, hey, nein, ich bin gegen das, und mit deiner Meinung wirklich fest standzuhalten. Das ist erstmal der größte Punkt der Männlichkeit, den du da auf jeden Fall entgegensetzen kannst. Und die Wehrhaftigkeit, wenn du dann tatsächlich mal ein Problem mit dieser Personengruppe hast, ist natürlich auch nicht unwichtig. Aber der springende Punkt, ich finde, das ist eigentlich ein schwieriger Vergleich da von großartiger Männlichkeit zu reden, die da vonnöten ist. Ja, aber wie gesagt, es wundert mich nicht, wenn jetzt die 18-jährige Jessica jetzt eher den machohaften Mutumbu oder sowas auswählt, als jetzt den, wie gesagt, den Sojasöhre mit der Chai-Latte. Dass der eine instinktiv anziehender ist als jetzt der andere, das wundert mich nicht, auch wenn es mich durchaus nicht zufriedenstellt, dass es so ist. Also Bekennermut ist erstmal der Anfang von allem. Ja, absolut. Ne? Bekennermut, Mund aufmachen, also quasi eine kriegerische Philosophie auch. Ne? Das gehört ja auch dazu, weil ich sag mal, was bringt dir das? Wir hatten das schon, wenn du dicke Arme hast, aber nicht diesen Kämpfergeist verinnerlicht hast. Da brauchst du vielleicht auch manchmal gar nicht so die dicken Arme. Ich erinnere mich noch, das ist schon 20 Jahre her, eine Bekannte von mir, die hatte so eine Diskothek. Und der Türsteher war Tunesier, war der. Genau, ich kam mit dem irgendwann mal ins Gespräch oder der hatte mich auch angequatscht, weil er halt eben so mitbekommen hat, wer ich bin. Und ja, hab da auch mit offenen Karten und das war auch alles gar kein Problem. Ne? Hat er bei gerade Gewalt und Migranten hat er mir sogar recht gegeben, meinte, der war froh, dass dann nicht so viele Ausländer in den Club reinkamen. Und einmal hatte der einen zweiten Typen da, das war dann eben Landsmann von uns, auch so voll die dicken Arme. So, aber bei einer Hauerei ist der dann laufen gegangen. Ne? So, warum? Klar, der sah halt toll aus, ne, sag ich jetzt mal, als Mann auch. Aber da war halt nichts dahinter, weil Geist und Materie, der Geist befiehlt der Materie. Und wenn ein Geist nicht eine gewisse Standhaftigkeit hat oder gewisse Werte verkörpert hat, dann nützt dir auch die Materie nichts. Das ist wie ein Panzer, der kein Benzin hat. Ja, eben, da sind wir dann natürlich wieder bei dem zu sich selbst stehen, zu seiner Meinung stehen. Mhm. Weil, wie ich finde, es ist absolut respektabel und auch ein Ideal, wenn du eine Meinung hast, von der du wirklich überzeugt bist, dass du diese im Ernstfall bis aufs Blut verteidigst. Mhm. Wenn du dafür einstehst, wenn sie dir wirklich so viel wert ist. Ja? Oder ja, es sich halt in dem Moment ergibt und tatsächlich schlau ist. Aber gerade was jetzt, wie gesagt, unsere Neugäste angeht, du hast natürlich schon einen immensen Vorteil, wenn du es geschafft hast, dieser Propaganda, sage ich mal, standzuhalten, nicht mitzuspielen, deine eigene Meinung, ja, offen vorzutragen und dazu zu stehen, dann bist du auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg, da dich positiv
zu entwickeln als Deutscher und nicht irgendwie von einem Mutombo oder was auch immer ersetzt zu werden, sag ich mal. Ja. Du hast es schon gesagt, bis aufs Blut. Du machst ja auch auf Twitter das eine oder andere Angebot. Also dein Name bei Twitter, Holmgang, der ist quasi Programm. Ja, also das ist eine lustige Geschichte und tatsächlich auch eine, eigentlich sage ich mal, wahrscheinlich die Aktion oder die Aktionen, die mir am meisten Popularität verschafft haben auf Twitter. Und zwar, ich habe angefangen mir damals als Gag, es gibt ja diese Hashtags, Nazis boxen und so weiter und so fort, wie irgendwelche Antifas und sonstige Linken halt immer auf Twitter ins Netz schmieren. Und ja, da habe ich mir mal als Spaß und als kleines, ich sag mal, Nebenhobby genommen, darauf mal zu antworten und die Leute mal zu versuchen, wieder ein bisschen auf den Boden zurückzuholen. Ja, weil natürlich ist es offensichtlich, dass da jetzt nicht viel dahinter ist. Ja, das weiß man auch, wenn man sich allein schon ein bisschen mit den Leuten und deren Politik auseinandersetzt. Aber ja, das habe ich dann so gemacht, dass ich jedwegen Leuten, die tatsächlich der angeblich festen Überzeugung sind, jedem von der Personengruppe X, in dem Fall Nationalen, halt eben, sag ich mal, das Fressbrett polieren zu können, habe ich denen ein Angebot gemacht, das mal unter Beweis zu stellen. Und das meine ich tatsächlich auch ernst. Also tatsächlich bin ich wirklich bereit, ein kleines sportliches Event auf die Beine zu stellen, wo ich alle möglichen Leute habe, die halt mir bei der Organisation helfen, und das filmisch festzuhalten und dann halt mal zu testen, ob diese Leute diese Hashtags, sag ich mal, wirklich ernst meinen. Und ich denke, das würde durchaus für eine amüsante Twitter-Unterhaltung sorgen, wenn es tatsächlich mal dazu kommen würde. Aber das ist, wie du es dir wahrscheinlich denken kannst, noch nie passiert. Ja, so im Internet sind es halt eben alles Internetkrieger halt, ne? Die alles und jeden platt machen können, aber wenn es dann tatsächlich mal so weit kommt, also wie gesagt, wer da von der Gegenseite mal Interesse hat, das mal auf die Probe zu stellen, ich werde mal den Twitter-Kontakt in die Videobeschreibung reinsetzen. Da könnt ihr euch mal gerne melden beim Pascal. Ja, da kann man auf jeden Fall ein lustiges Event auf die Beine stellen. Da haben sich schon einige Interessenten gemeldet, tatsächlich auch mit Beiträgen, die sie leisten würden, um in den Pool des Preisgelds mit einzuspielen. Also es würde sich tatsächlich auch für einen potenziellen Gewinner dann durchaus lohnen. Da bin ich auch so sportlich. Also das ist alles unproblematisch zu machen, legal, rechtlich, sogar gerne mit Kampfvertrag und so weiter und so fort. Also alles fair, ohne ja, Hinterhalt, ja. Also typisch deutsch, ja, mit offenem Visier. Also ich sehe das ganz sportlich tatsächlich. Also natürlich gibt es dann den einen oder anderen, der dann sagt, okay, gut, aber ich will 2-1 oder sowas. Das kann man jetzt natürlich nicht so ganz legal machen. Theoretisch habe ich da auch schon mal zugestimmt, dann kam aber trotzdem auch nichts. Mhm. Aber also hauptsächlich ging es mir eigentlich darum, halt irgendwelchen überheblichen Leuten da ein bisschen das Handwerk zu legen und die auf den Boden zurückzuholen und dann zu sagen, hey, okay, oh shit, da meldet sich jetzt tatsächlich jemand, der auf meinen überheblichen Hashtag eingegangen ist. Das ist eigentlich so mein Hauptaugenmerk. Weil prinzipiell, wenn jetzt jeder davon annehmen würde, dann würde ich das allein aus zeitlichen Gründen wahrscheinlich eh nicht machen. Oder hauptberuflich. Ja, wobei, stimmt, wenn dann jeder bereit ist, permanent Preisgeld in den Pool zu werfen, dann wäre das natürlich absolut super. Nicht schlecht. Ja gut, kannst mich ja mal auf dem Laufenden halten, was sich da an der Front tut. Ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir auch so langsam zum Ende. Also politischer Aktivismus mit allen Konsequenzen, das oberste Ziel oder sind, sagen wir mal, wirtschaftliche und sozialer Status als Türöffner ebenso wichtig? Also hier können wir auch gerne mal über die Kritik der Moderne nochmal sprechen. Materialismus, Idealismus. Wie siehst du das? Ja, jetzt wird es wieder sehr politisch. Ja, oder also, auch philosophisch, weil die Frage ist ja, wir sind ja auch Teil der materiellen Welt. Ja, ich meine, da kann ja keiner drauf verzichten. Wie wichtig ist das? Ne? Also sollen wir jetzt wirklich nur, es gibt ja Leute, das sind die totalen Idealisten, keine Ahnung, die sagen vielleicht auch, ich gehe nicht arbeiten, nimm meine 400 Euro Hartz IV und versuche mich aber politisch einzubringen. Aber gut, die werden natürlich gerade auch, wenn wir beim Thema puncto Frauen sind, ich weiß nicht, ob die so anziehend sind, wenn eine Frau einen Mann hat, der nicht mal eine Familie ernähren kann. Ne? Ja, beispielsweise. Also
ich verstehe das schon aus spiritueller Hinsicht, wenn man sagt, okay, gut, man hat jetzt nicht so viel Wert und nicht so viel Genugtuung darin, wenn man jetzt einen dicken BMW fährt, dass einem das jetzt nicht so viel bringt. Da gehe ich auch mit akkord. Aber also erstmal zum Thema politischen Aktivismus, da du es ja so ein bisschen gegenübergestellt hast. Also ich finde, politischer Aktivismus ist wichtig. Hauptsächlich kann man dann meistens aber sagen, dass es erstmal nur für die Menschen relevant sind, die überhaupt schon mal politisch denken. Ja, dementsprechend ist es natürlich super, um Leute auf seine Seite zu ziehen, politisch zu bilden, zu festigen, zu hinterfragen, also Wählerpotenzial praktisch. Also Aktivismus ist super, ist wichtig, darf niemals ausbleiben. Aber eben nur das, wie du schon sagst, und dann halt von Luft und Wasser leben, ja, wenn überhaupt, geht das natürlich auch nicht. Denn also wirtschaftlicher und sozialer Status beispielsweise ist halt enorm hilfreich. Ja, da ja auch Materie, ein Beispiel jetzt von Geld, ja auch eine Form von Macht darstellt. Also mit großer wirtschaftlicher Macht, also Geld, kann man gewisserweise sogar mehr bewegen als mit rein politischer Macht beispielsweise. Das sehen wir ja auch momentan in der Politik absolut. Also sofern die Politik das zulässt, was in der Demokratie absolut der Fall ist. Am Beispiel jetzt von NGO-Schleppervereinen und so weiter und so fort. Guck dir die Pharmaindustrie an, ja. Die haben ja auch nur ihre Marionetten, ihre Lobbyisten und die sogenannten Politiker, die springen halt nur danach, ne? Ja, absolut. Also das sieht dementsprechend aus, wie als würden die Politiker eher nach NGOs handeln als umgekehrt. Und ja, wie gesagt, wenn da irgendwelche Boote bezahlt werden von irgendwelchen reichen Leuten, die aus dem Schatten agieren und die Flüchtlinge nach Europa rüberschiffen, die werden ja alle bezahlt. Und das ist, also wenn das kein realpolitischer Einfluss ist, der mit Geld erreicht werden kann, dann weiß ich es auch nicht. Ich meine, das Geld könnte man natürlich auch in unsere Seite stecken, in politische Parteien, in irgendwelche Siedlungen, wenn man die aufbauen möchte, wenn man sagt, okay, hier lebt sich schwer, was auch immer, man möchte zusammenrücken, man möchte eine Gemeinschaft, ja. Aber ohne Wirtschaft wird eine Gemeinschaft sehr schwer. Ja, sehe ich eigentlich im Grunde genommen genauso, ne? Also, wie gesagt, so Idealismus ist natürlich auch wichtig. Aber ich sag mal angenommen, was könnten wir reißen, wenn wir so einen rechten George Soros hätte, der mal einfach sagt, so, ich mache jetzt mal hier so ein Fernsehprogramm auf für Rechte, ja, oder kaufen Sender am besten direkt, ne? Dann senden wir auf ZDF und mit unseren Inhalten und können natürlich die Menschen ganz anders erreichen mit unseren Positionen und Lösungsansätzen als hier auf YouTube, wo man auch mal kurz noch sagen muss, YouTube hat ja wieder die Richtlinien verschärft und das ist auch noch die Frage, ob es mich dann ab Februar überhaupt noch gibt hier. Ne? Also ich sehe jetzt nicht ein hier, ich wüsste auch gar nicht, wo ich ansetzen sollte mit Selbstzensur, gerade bei so einem Kanal wie dem, den ich betreibe. Da kann halt genauso gut sein, dass ich dann bald nicht mehr hier bin. Deswegen nutze ich mal die Gelegenheit. Geht auf jeden Fall mal auf derdritteblickwinkel.com, tragt euch in den Verteiler ein für meine Rundbriefe, dass wir dann in Kontakt bleiben können. Da war ja gerade ein Anruf. Dass ihr auch seht, wenn ich hier nicht mehr da bin, dass es, wo es meine Inhalte noch zu schauen gibt. Auf Telegram bin ich einfach der dritte Blickwinkel eintippen und mir dort folgen. Na, dann wäre ja schade, wenn wir uns nicht mehr sehen würden. Das nur mal so als kleiner Hinweis. Nee, also auf jeden Fall, da sind wir uns einig. Perfektes Beispiel mit wirtschaftlicher Macht. Mhm. Ja, und das heißt ja nicht, dass man sich verkaufen muss oder sonst irgendwie, dass man nicht mehr gerade sein kann. Ja, man muss halt eben strategisch klug vorgehen. Es gibt Zeiten, da muss man der Löwe sein und es gibt Zeiten, da muss man die Schlange sein. Ja, die Schlange ist ja nicht böse, so wie uns das Christentum das immer sagt, sondern man muss eine gewisse List anwenden. Ja, und das ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist eine Kriegslist. Das ist klug, das ist intelligent. Ja. Da kann man sich sowieso die Frage stellen, macht es überhaupt Sinn, wenn man nach den Spielregeln von denen spielt, die halt einem die gegen einen sind. Ja, ich spiele auf keinem Spielfeld nach den Regeln vom Gegner. Das ist ja eben. Warum? Du hast einen Würfel, da ist immer nur eine 1 drauf auf jeder Seite und der andere hat würfelt nur 6. So, was willst du dann da gewinnen? Ja. Ja? Wenn die Spielregeln fair sind, ja, wie jetzt beispielsweise bei einem sportlichen Wettkampf, gerne. Aber jetzt muss man natürlich gerade in unserer Situation irgendwie seinen Weg finden. Und dementsprechend finde ich es auch nicht verwerflich, da die ein oder andere Methode anzuwenden. Ja, eben. Um eben auch der Moderne quasi die Stirn zu bieten. Ich hatte mir das auch nochmal notiert. Das wollte ich nochmal ansprechen. Geht um junge
Frauen. Das ist mir irgendwie in letzter Zeit sehr häufig aufgefallen. Das wurde mir auf TikTok gezeigt oder auch auf irgendwelchen Instagram-Stories, wo Frauen ganz offen, nachdem sie gefragt wurden, sagen, nee, ich habe jetzt schon meinen Freund dreimal betrügt, viermal betrügt. Das letzte Mal, da war so ein Typ, der hat da so eine Disco-Tussi gefragt, ja, hast du schon mal deinen Freund betrogen? Ja, letztes Wochenende viermal, der ist heulend weggerannt. Ja. Und ja, so Nutten, ja, also mal ganz ehrlich, ja, welcher Mann will so eine Frau haben, wo schon keine Ahnung, wie viele Leute drüber sind und die da auch nur, ich habe den betrogen. Also erstmal so diese innere Geisteshaltung, die weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Also tatsächlich, und das ist auch ein bisschen der springende Punkt, das Problem dahinter, wollen diese Frauen ja tatsächlich noch Männer haben. Irgendwann glaube ich, das ist so wie mit den ewig Kinderlosen, die dann irgendwann neidisch auf die Mütter gucken und sie selber kaufen sich dann irgendein Haustier. Also tief innen drin glaube ich, das sind ja junge Mädels, ich weiß ja nicht, also es ist so eine Agenda, die jetzt rumgeht, ja. Ich weiß ja nicht, ob die das wirklich gemacht haben oder ob die das nur erzählen, um eben andere dazu zu verleiten oder ob die schon selber Opfer dieser Agenda sind, ne? Also uns wird ja immer so neueste Trends gesetzt und die müssen ja auch irgendwie arrangiert werden. Ja. Aber wenn die wirklich so drauf sind, also das sind ja junge Hühner, die ihren Körper quasi verhunzen, meiner Meinung nach, ja, wo jeder mal ran darf, auch als Typ. Ich meine, es gibt ja auch männliche Schlampen. Ja. Also ich will das jetzt hier nicht so nur auf die Frauen schieben, weil dazu gehören ja immer zwei. Nur so als Mann, weil, keine Ahnung, da musst du ja zwei Gummis übereinander anziehen aus Sicherheit, dass du dir da nicht sonst noch irgendwas holst. Ja. Also, aber das ist so wieder so eine moderne Verfallserscheinung, so ein Sittenverfall, dass Frauen sich da so derart billig da präsentieren irgendwie. Ne? Das gehört ja auch wieder so zu dieser Mode, also modern zu sein. Ja, mal hier, mal da, warum soll ich mich denn binden? Ich bin jung, einfach mal ausprobieren. Ja, so, aber man wird nicht jünger und die Zeit, die rast und irgendwann ist man 40 und dann fragt man sich ja, was habe ich denn im Leben großartig erreicht aus so einer tollen Arbeit? Ja, aber das macht die Leute nicht glücklich. Das füllt nicht dieses Vakuum, was eine Familie ersetzen kann. Ja, absolut. Dann sind wir dann ja tatsächlich auch wieder beim Thema mit der Umerziehung, ja, weil das kommt ja auch nicht von irgendwo. Das sind ja auch wieder zig Faktoren, die da zusammenkommen, die dann dieses Verhalten tatsächlich begünstigen. Ja, vor allem natürlich Medien und Unterstützung und Kampagnen, Feminismus und so weiter und so fort. Also ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Aber wie ich schon gesagt habe, gerade dadurch, dass es für das Verhalten, ja, also nicht gar nicht mehr, aber zumindest sehr, sehr wenig nur noch soziale Ächtung gibt, nur dadurch hat sowas praktisch dann noch den Nährboden. Weil das ist jetzt kein Bekenntnis oder sowas. Aber wenn du jetzt beispielsweise im streng islamischen Ländern oder sowas allein nur halt dein Kopftuch nicht aufhast oder sonst was, dann wirst du schon sozial geächtet und das halt auch tatsächlich physisch mit Konfrontationen, mit Worten, die dir ins Gesicht gebrüllt werden oder sonst was oder im schlimmsten Fall dann sogar rechtlichen Steinigungen und so weiter. Oder eine Peitsche halt, dein Schleier ist verrutscht, dann gibt's direkt einen hier mit dem vom Aufpasser, ne? Ich meine, das brauchen wir ja nicht haben, wir wollen ja ein gesundes Verhältnis haben, aber ich weiß, was du meinst, ne? Ja, und hier ist es halt das andere Extrem, dass die Frauen teilweise für jegliches Verhalten, sei es noch so schlimm, dass das nicht nur toleriert wird, sondern teilweise auch noch gefeiert wird. Und das ist von Medien, das ist von generell den Personen, die halt eben auch auf diese Propaganda reingefallen sind. Und die werden ja dafür wirklich gefeiert. Ja? Die bekommen Aufmerksamkeit und ja, das wird dann zum Schuh. Mhm. Ja. Dadurch, dass es halt eben die Leute gibt, die dann tatsächlich sagen, okay, gut, ja, ich nehme die noch, auch wenn die schon, was auch immer, einen dreistelligen Bodycount hat. Vielleicht ist es der Mann von ihr, der dann aber, dann hat sie noch drei weitere Freunde und offene Beziehungen und sowas. Ja, da habe ich auch erst letztens, bin ich darauf auf was aufmerksam geworden. Es gibt ja diesen Streamer Destiny. Ich wusste das tatsächlich gar nicht. Ich habe mich mit englischen Streamern jetzt nicht so viel befasst. Aber da habe ich auch nur ein Bild gesehen, was ziemlich gut zu so einem Meme gepasst hat. Er sitzt da vorne an seinem PC, ist irgendwie am Stream und im Hintergrund knutscht seine Freundin mit irgendeinem Dunkelhäutigen. Also das wird ja öffentlich, wie man auch anhand dieses wirklich großen Streamers sieht, akzeptiert. Ja, wie? War das jetzt einfach nur so ein Bild? Also war das jetzt in echt oder war das nur so ein Meme? So ein Bild? Das ist ein echter Streamer, der
in seinem Stream halt praktisch das mehr oder weniger absichtlich gezeigt hat. Und Versager. Ja, er hat diese offene Beziehung und ja, dann ist das im Hintergrund halt eben passiert. Und da passiert halt wahrscheinlich noch um einiges mehr. Und der Streamer ist wirklich groß und er ist teilweise sehr beliebt, vor allem in der linken Szene. Also ich weiß jetzt nicht genaue Zahlen, aber auf jeden Fall, ja, wirklich großer Streamer. Und dementsprechend ist es halt gesellschaftlich akzeptiert und das ist halt das Problem. Ja, entarteter Dreck halt, ne? Und das, da sind wir wieder bei der Moderne, was absolut unfortschrittlich ist oder antifortschrittlich. Das ist auch keine Evolution, das ist Devolution, das ist eine totale, ja, ein Herabziehen, ne? Veruntermenschung, hätte ich schon fast gesagt. Also, und das sind eben diese Verfallserscheinungen, denen wir uns eben entgegenstellen müssen. Also, gut, jetzt sage ich, ich gucke schon seit 13 Jahren kein Fernsehen mehr, aber wenn jetzt auch schon so im guten Streamer kenne ich jetzt nicht, aber man wird ja überall bombardiert mit diesen degenerierten Verfallserscheinungen. Und da denke ich mal, ist es auch eben wichtig, sich denen eben zu entziehen, gar nicht zu konsumieren. Das ist immer noch das Einfachste, weil irgendwas bleibt immer im Unterbewusstsein hängen, dass man da schon versucht, so eine Art soziale und auch eine Gedankenhygiene zu praktizieren halt, ne? Um halt eben sich vor diesen Verfallserscheinungen halt eben zu schützen. Ne? Es ist ja schon mal gut, wenn man das selber weiß. Ja? Aber es gibt ja auch deutlich viele Leute, die das eben noch gar nicht so wahrnehmen, dass das wirklich was Schlechtes ist. Wie beispielsweise, wenn du jetzt ein Kind übers Wochenende zu Hause lässt, dem keine Vorschriften machst und beispielsweise es geht zum Kühlschrank, plündert den und ernährt sich das ganze Wochenende nur von Süßigkeiten. Das Kind weiß nicht, dass es schlecht ist, ihm schmeckt es, weil es irgendwie Dopamin gibt, wie die auch irgendwelche degenerierten Machenschaften, die sich heutzutage diesbezüglich abspielen, ja, weil viele Sachen davon fühlen sich gut an, tun halt die niedersten Triebe irgendwie befriedigen und dann denken die Leute halt, es ist gut, ja, aber das ist genauso gut, wie es ist, sich nur durch Süßigkeiten zu ernähren und das wissen halt viele Menschen nicht. Der Kompass. Viele Menschen sind halt eben auf diesem, ja, auf diesem Kinderlevel, sage ich mal, dass sie sich das auch nicht selbst beibringen können, dass sie sich da auch nicht selbst kontrollieren können und dementsprechend ist es halt schwierig, dann, ja, um nicht zu autoritär zu klingen, aber den Leuten dann wirklich diesen Freilauf zu lassen. Ja? Also diese Freiheit zur Selbstzerstörung. Ich finde, Freiheit zur Selbstzerstörung ist nicht so viel wert. Und dann sehen wir halt, wo wir da hinkommen. Vor allem, wenn das noch akzeptiert wird und befeuert wird. Ja, es fehlt halt der Kompass. Ne? Woher soll denn jemand anhand eines Vergleichs gucken, was ist irgendwie lebensbejahend und was ist eben lebensverneinend? Ne? Und das ist, denke ich mal, deswegen, ich bin ja für einen Staat, auch einen starken Staat, aber der muss halt eben dann den Menschen ein lebensrichtiges Weltbild vermitteln. Irgendeiner vermittelt immer ein Weltbild. Ja? Wenn es die Eltern nicht tun, dann ist es der Fernseher. So, und wenn wir halt eben den sogenannten NGOs oder den Lobbygruppen so viel Freiheit lassen, die Menschen so zu formen, was eigentlich der Staat meiner Meinung nach machen sollte, mit etwas Positivem füllen, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn die natürlich das auf einer Stufe machen, was auf die totale Ausbeutung und Vernichtung des Menschen hinausführt. Ne? Absolut, das hast du sehr schön gesagt. Danke. Ja, ich würde sagen, wir sind auch schon am Ende angekommen. Noch ein kleiner Hinweis, falls ich mal nicht mehr da sein sollte und ihr wollt euch mal an mich erinnern, an unsere schönen Stunden. Es gibt hier die D3B-Emaille-Tasse, steht drauf, du kannst die Realität leugnen, musst du aber nicht. Könnt ihr bestellen unter www.sonnenkreuz.net, ne? Da ist ja quasi mein Laden. Könnt ihr mal reinschauen. Und das soll es auch schon gewesen sein mit Eigenwerbung. Pascal, hast du noch abschließende Worte zu unserem, ich fand es sehr interessanten und tiefgängigen Gespräch? Ja, das hat mich auf jeden Fall auch sehr gefreut. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Und ja, ich würde dementsprechend mal auf jeden Fall einen Gruß an meine Twitter-Unterstützer raushauen, an meine kleine Sauna-Telegram-Gruppe. Die Leute, die es hören, die wissen, was gemeint ist. Und ja, dementsprechend hat mich gefreut. Supi. Ja, dann wie gesagt, ihr findet Pascals Twitter-Kanal in der Videobeschreibung. Folgt ihm. Und wenn ihr, die das hier sehen, von der anderen Feldpostnummer seid, ihr könnt ja mal versuchen,
das ein oder andere Angebot rauszuhauen. Mal gucken, ob Pascal das annimmt. Pascal, ich wünsche dir auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Wir haben heute Samstag, den 23.09. Mal gucken, wann das Video erscheint. Ja, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch, Frank. Vielen Dank. Bis dann.